Aha, aha. Darf ich gleich mit dir ins Auto steigen? Also ist ja kein Problem, Mädels, oder? Also, sie. Ich gehe weiter, erkläre aber währenddessen, dass sie sich noch nie so weit nach vorne gelehnt hat. Julia, oh, guck mal, hier ist, da ist. Also, du findest ihn nach wie vor, nach dem, was du gesehen hast, sehr gut. Mhm. Ja, er ist sportlich, er hat einen guten. Kannst du das nochmal machen? Ja. Okay, Punkt. Liebe Melanie. Ich finde ihn richtig cool. Oh. Ja, also er gibt mir so Prince Harry Vibes und ich wollte schon immer Meghan Markle sein. Du bist auch angeknipst, nehme ich an. Ja, er ist ja gerade anscheinend in der Massephase und das war lustig, als ich das gerade zu Inchi gesagt hat. Ich habe ja, wie ist der Massephase? War das so, ne? Fändest du gut? Ja, also Boxen muss ich gestehen. Schwierig. Wein, ich trinke gar keinen Alkohol. Das machst du dann bitte auch nicht mehr, wenn du in der Massephase bist. Also beim Sport, aber in der Massephase, ich helfe dir, ja. Ich gehe mit dir trainieren. Zack. Also du bist ja in 3 Fitnessstudios angemeldet. Ihr werdet dann regelmäßig zusammen in verschiedensten Fitnessstudios, aber nie gleichzeitig im selben. Nee, nicht immer. Nee. Okay, nee. Okay. Weil ich trainiere trotzdem alleine. Ich kann ihm helfen, aber er nicht mir. Das sind ganz, klare Regeln. Ja, das tut mir leid, aber das geht nicht. Aber ist ja gut, wenn man weiß, woran man ist. Also Tabea, du bist aber noch drin. Interessanter Typ für dich, der Jan. Also Jan, gucken wir mal. Gleich hier die Ecke noch, Tania. Also Katze ist gar nicht meins, aber der Spiegel über dem Bett hat das alles weggemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Warum redet darüber niemand? Das ist doch voll cool. Ja, okay. Mega. Spiegel über dem Bett? Ja. Jessie hat aber auch zugestimmt direkt. Ja, und dann ist er auch noch Italiener. Ich bin Italienerin, das Temperament ist dann was. Ah, Temperament, das würde sich... Und dann noch dieser Spiegel. Ja, endlich mal Spiegelleser in der Sendung. Einer noch. Hm? Nein, also, lieber Jan, wir gucken mal. 9 sind's, die sagen, yes, finde ich gut, ist interessant, ich will mehr wissen und vielleicht auch auf ein Date mit dir. Ist der euer Mann? Lasst die Lampe an, drückt ihr aus, seid ihr? Aus! An die Liebe auf den ersten Blick glaube ich eher nicht. Ich denke, sowas baut sich mit der Zeit auf. Sexy an Frauen finde ich, wenn sie schöne Augen haben, schöne Lippen und wenn sie sportlich sind. Ich mag es auch sehr, wenn Frauen ein bisschen verrückter sind und quirlig und viel reden können. Ich höre gern zu, aber dann muss auch das Gegenstück passen, dass wenn ich mal was sagen möchte, dass dann auch zugehört wird.